Guten Morgen. Heute stelle ich euch das Buch Spider Bunny vor. Das ist das neueste Buch in der Reihe Festa Special von Carlton Mellick. Ist jetzt der 16. Band in der Reihe. Die Reihe hat Bücher verschiedener Autoren. Carlton Mellick ist ein Autor der Bizarro Fiction, ein Genre, das er eigentlich quasi selber erfunden hat. Das ist eine sehr seltsame, ja, Literatur. Man muss sagen, da gelten gefühlt keine Naturgesetze. Man hat manchmal ein bisschen das Gefühl, es hätte ein komplett Wahnsinniger das Ganze geschrieben. Der Autor hat auch noch andere Bücher geschrieben, die im Festa Verlag erschienen sind. Dazu zählt Die Kannibalen von Candyland, Der Baby-Jesus-Analplug, Adolf im Wunderland, Quicksand-Haus, Insel der Meerjungfrauen oder Jedes Mal, wenn wir uns in der Eisdiele treffen, explodiert dein verdammtes Gesicht. Allein die Titel sagen eigentlich schon aus, dass es komplett wahnsinnig irgendwo ist. Das Buch ist für 19,99 € im Festa Verlag zu bekommen. Das ist auch nur über den Verlag zu bestellen. Das hat keine ISBN-Nummer. Es kostet 19,99 € oder als E-Book für 5,99 €. Man kann aber auch beim Verlag ein Subskriptionsabo abschließen. Dann zahlt man 2,99 € weniger. Die Bücher von Carlton Mellick sind meistens nicht unbedingt jetzt so obszön oder brutal, sondern die haben eher einen etwas höheren Anspruch. Das Buch selber hat 176 Seiten, ist als Hardcover in der Festa Lederoptik und hat ein Leseband. Für mich ist es jetzt ein. Ich habe schon öfter Bücher von diesem Autor gelesen. Bisher haben sie mir eigentlich alle immer sehr gut gefallen. Ich zeige euch mal das Cover ein bisschen näher. Das passt halt auch wirklich sehr gut zu der Geschichte. Das ist schon eher, ja, bizarro Fiction mit Horror. Ich lese euch einmal den Klappentext vor. Petey erinnert sich mit Grausen an die Werbung von Fruit Fun aus den 1980er Jahren. Sie zeigt klumpige Cartoon-Kinder, die um einen Frühstückstisch herum saßen und rosa Müsli aßen, das ihnen das Maskottchen Berry Bunny brachte. Als Petey seinen Freunden erzählt, wie gruselig die Figuren waren und dass er als Kind Albträume von ihnen bekam, verstehen sie nicht, was er meint. Niemand hat die Werbung je gesehen. Es gibt nicht einmal Informationen im Internet. Doch dann erscheint Berry Bunny erneut. Wieder wirbt sie im TV mit ihrer schrillen, bedrohlichen Stimme für Fruit Fun. Und jetzt wird Petys Albtraum wahr. Mitsamt seinen Freunden wird er in die surreale Werbewelt hineingesaugt, die von fleischgewordenen Zeichentrickfiguren bevölkert ist. Ja, im Endeffekt auch hier der Klappentext, auch das zeigt eigentlich schon so ein bisschen die Bizarro Fiction. Ich muss zugeben, mir persönlich hat dieser Band von Carlton Mellick nicht ganz so gut gefallen wie die anderen. Klar, es ist gut geschrieben, man kann das in ganz kurzer Zeit in sehr wirklich schön flüssig durchlesen. Das ist angenehm geschrieben. Allerdings fand ich Insel der Meerjungfrauen von ihm beispielsweise deutlich besser. Hier blieben mir ein bisschen zu viele Fragen offen. Zum Teil war es auch einfach, ja, man hatte ein bisschen das Gefühl, ein bisschen vorhersehbar war es manchmal. Man wollte wissen, was jetzt mit den Figuren genau passiert ist, ein bisschen mehr Hintergründe über diese Werbewelt. Es gab doch durchaus noch einige Dinge, die ich gerne mehr gewusst hätte. Es bleiben immer bei ihm Fragen offen. Das ist bei ihm tatsächlich irgendwie relativ normal, habe ich das Gefühl. Nur ich fand es hier jetzt bei Spider Bunny doch sehr ausgeprägt. Ich werde es bestimmt noch mal lesen, wobei, wie gesagt, es wird jetzt nicht zu meinen Lieblingen von Carlton Mellick. Trotzdem bin ich froh, dass ich es mir geholt habe und ich habe auch das Subskriptionsabo, da mir tatsächlich bisher alles aus dieser Festa Special-Reihe gut gefallen hat. Habt ihr das Buch schon gelesen oder habt ihr andere von dem Autor? Was sagt ihr dazu?